Deutschlandfunk, Sternzeit. 1. Juli. Verlängerung für Jan Wörner. Seit genau 4 Jahren ist Jan Wörner Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Heute beginnt der frühere Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt seine 2. ESA-Amtszeit, die allerdings ausnahmsweise nur 2 Jahre dauert. Im vergangenen Jahr hatte es deutliche Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Verlängerung Jan Wörners gegeben. Vertreter Italiens, Frankreichs und Tschechiens hatten auf eine Ablösung gedrungen. Es hieß, die Entwicklung der neuen Ariane 6-Rakete ging schlecht voran. Zudem vertrete Jan Wörner eine zu harte Position in der Abgrenzung zur Europäischen Union, die gemeinsam mit der ESA das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und das Satellitennavigationssystem Galileo betreibt. Manche in der EU würden die ESA am liebsten eingemeinden. Um aus der verfahrenen Lage herauszukommen, schlug Jan Wörner vor, zunächst nur um 2 Jahre zu verlängern. Zudem beträgt die Amtszeit eines ESA-Chefs künftig nur 3 und nicht 4 Jahre. Das passt genau zum Rhythmus der Konferenzen der Raumfahrtminister aus den ESA-Staaten. Alle 3 Jahre legt der Ministerrat die Marschroute im All fest, das nächste Mal Ende November. Wäre Jan Wörners Vertrag tatsächlich nicht verlängert worden, dann träte heute ein neuer Generaldirektor sein Amt an. Wenige Monate vor einem politisch so wichtigen Treffen hätte das die ESA sehr geschwächt. Der ESA-Chef geht gestärkt in die Verhandlungen und muss nun zeigen, dass er beim Ministerrat im November gute Ergebnisse für Europas Raumfahrt erzielt.